Jetzt aber. Normale Angriffe. Ach so, der Angriff wieder. Da kommen die Ketten von unten. Schade, dass wir sowas nicht machen können. Aber naja. Was soll's. Aha. Aha. Hat man nicht geholfen, ne? Oh, und noch ein Angriff. Der letzte, hoffe ich. Das waren ja immer dreimal. Egal welcher ein Gegner, immer dreimal. Was kommt jetzt? Dein Schmerz ist meine Freude. Au! Ich zieh das Seil. Du wirst mich aber nicht besiegen können. Komm her, ich werde dich hier herüberziehen. Die leichten Angriffe, ich werde wieder einen Haken gleich starten. Nein. Verdammt, er hat mich fast wieder über die Klippe gezogen. So, jetzt aber. Nein. Zieht, Kratos, Timon. Und nochmal. Angreifen. So, jetzt aber. Ein Strick. Wir haben seine Klinge erhalten. Geil. Hades Clown. Wow. Was können wir damit machen? Hey, das ist ja die gleiche Angriffsweise wie die von Kratos. Nur, dass eben die von Hades sind. Hm. Wow. Ich werde aber, glaube ich, die Waffe ein bisschen wechseln. Wow. Ach, wir können ihn einfach so mit seinen Klingen angreifen. Und er sieht auch ganz schön mies aus. Muss man echt zugeben. Und hier können wir uns wieder auf seinen Rücken zurückziehen. Dadurch, dass er nämlich einen super Angriff startet. Und wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, ihn anzugreifen. Ich glaube, solange er im Rücken ist, habe ich ihn noch nicht gesehen, dass wir ihn normal angreifen können. Oh, jetzt wieder. Können wir wieder auf seinen Rücken. Na gut, und wieder ein weiter Angriff gegen Hades, der verdammt hässlich ist. Und wieder hinten noch zu seinen Rücken. Und immer ausweichen seinen Angriffen. Ich meine, er kündigt das ja schon fast wieder an. Oh, jetzt das Ende. Wir stehlen seine Seele. Krass.
Hades ist tot und wir... wow. Ja. Hades ist tot. Wir haben ihn erledigt und können jetzt in diesem komischen Wasser hier schwimmen, ohne Kraft zu verlieren. Und da sind wir gerade durch Hades geschwommen. Ein bisschen eklig. Aber... Und die Seen natürlich sind alle frei. Seenbeschwörung. Alles klar. Damit können wir... Genau. Mit ihnen rufst du verfluchte Seen, die deine Gegner angreifen. Und die verdammt stark sind. Die können wir jetzt mal ein bisschen testen. Oh, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass es eben so eine Angriffe sind. Sonst war es immer einzelne Figuren und Kämpfer. Hier ist es ja wirklich dann die Großen. Kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich schon so weit aufgepusht bin mit meiner Magie. Und die Hades-Waffen sind sowieso ziemlich stark. Sehr cool gemacht worden. Bin schon beeindruckt. Ja, muss ich schon zugeben. Gibt es hier irgendwie, was ich aufnehmen kann? Nee. Okay. Kann ich nicht. Na dann, wollen wir mal weiter. Unter Wasser und schwimmen mit diesen komischen Viechern, ey. Sieht voll hässlich aus. Und kommen wir nicht mal um die Oberfläche. Der anscheinend ziemlich weit weg sein soll. Ach, hier ist es ja schon. Ah, hier öffnen wir bestimmt irgendwas. Na, den Schalter betätigen. Ach, da unten ist ein Tor. Verstehe. Verstehe. Verstehe alles. Alles klar. Und wo geht's lang? Ach, da. Wo ist. Aha. Kratos? Kann das sein? Bedeutet das, dass Hades nicht mehr herrscht? Der Gott der Unterwelt ist tot. Tot? Ha, Hades hatte Leid verdient. Aber ich dachte, er wäre unsterblich. Die Olympier überschätzen sich gern. Interessant. Das werde ich mir merken, Spartaner. Du brauchst die Seele eines Gottes für Hyperions Tor, Kratos. Und das Tor wurde ewig nicht benutzt. Sicher ist es beschädigt, ansonsten hätte ich doch meine Liebliche. Weißt du, Kratos, ich war nicht immer wie jetzt. Ein Monster. Ich war einst der gefragteste Handwerker des gesamten Olymps. Zeus gab mir zum Lohn die Hand der lieblichen Aphrodite. Meine Mutter Hera prahlte mit meinem Talent. Auch am Tag deines Sieges über Ares wurde meine Welt zerstört. Seit diesem Tag ist Zeus der Dämon, den du heute kennst. Schlimmer noch. Er nahm mir meine Tochter, Pandora. Den Quell meines Lebens. Ich versuche seitdem hier, sie neu zu erschaffen. Vergeblich. Wieder und wieder. Sie ist am Leben, Spartaner. Ich fühle es. Du. Du, Kratos. Du kannst sie mir zurückbringen. Dein Kind geht mich nichts an. Doch sicher verstehst du mich. Du warst einst auch ein Vater. Seine Tochter. Okay. Na, werden wir bestimmt irgendwann mal retten. Ich wollte eigentlich hier oben nochmal was gucken. Ich glaube, ich habe da nämlich doch was verpasst. Das Blut der guten Hades. Blablabla. Hier haben wir doch das Ding geöffnet. Wo ist denn die andere? Na, egal. Egal. Oh, ich kann schon wieder was aufpushen. Mal gucken, ja, das wollte ich zuerst machen. Weil erst kommen die Klingen ran, dann erst die anderen Klingen, die wir so finden auf dem Weg zu Zeus Ende. Genau. Wir waren hier schon einmal, hier haben wir schon mal beendet und hier haben wir auch angefangen und ich werde nämlich jetzt auch nochmal das beenden und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin Steve Fuchs 4
Guckt weiter dazu. Wenn ihr mich das erste Mal seht, abonniert mich. Ich freue mich. Schreibt mir Kommentare. Ich freue mich natürlich darüber auch. Wir sehen uns. Ciao.